Hallo zusammen in unserem Apothekergarten. Heute werden wir auf unserem Rundgang wieder aktuell blühende Pflanzen betrachten, aber dazu auch eine Frucht. Heute fangen wir mit der Heidelbeere an. Getrocknete Heidelbeeren sind ein bewährtes Mittel bei Durchfall. Entweder kaut man sie intensiv oder wir nehmen auch getrocknete Heidelbeeren in Teemischung oder rein als getrocknete Heidelbeeren. Außerdem haben diese Farbstoffe, diese deutlich sichtbaren, Sie sehen es auch an meinen Fingern hier, diese deutlich sichtbaren Farbstoffe haben eine besondere Funktion. Sie können unsere Sehkraft wieder verstärken. Sie sind in bewährten Mitteln, Augenmitteln auch mit vorhanden. Hier stehe ich vor einer Nachtkerze. Die Nachtkerze ist ein Einwanderer aus Nordamerika und kam im 16. Jahrhundert zu uns. Bei der Nachtkerze ist eine besondere Eigenschaft hervorzuheben. Die Nachtkerze erzeugt Geräusche. Und zwar, wenn die Nachtkerzenblüte aufgeht, das ist meistens kurz vor dem Sonnenuntergang, also jetzt in der Sommerzeit, so zwischen 9 und 10 Uhr abends, gibt es ein leichtes Knacken. Man hört also die Nachtkerze, wie sie aufgeht. Bei der Nachtkerze wird in der modernen Medizin vor allem das Öl der Samen genommen. Dieses Öl der Samen hat eine ganz besondere Eigenschaft. Sie enthält Stoff der Gamma-Linolensäure. Und diese Säure fehlt oft den Menschen mit Neurodermitis. Daher ist Nachtkerzenöl innerlich wie äußerlich angewandt bewährt bei Neurodermitis. Die Nachtkerze hat sich in Deutschland landesweit verbreitet und ist ein fester Bestandteil unserer Flora. Auch hat die Nachtkerze eine gute Funktion bei Insekten, sie ist sehr insektenfreundlich. Also auch in einem Naturgarten ist die Nachtkerze sehr gut zu haben. Was noch besonders ist, die Nachtkerze ist zweijährig. Im ersten Jahr gibt es eine Rosette, wo keine Blüte hervorgeht. Und im zweiten Jahr kommt der Blütenstand, der sehr lange blüht. Diese Blüten gehen bis in den Herbst herein, aber danach stirbt die gesamte Pflanze ab. Was auch besonders ist, jeden Abend, jeden Tag gibt es eine neue Blüte. Hier sehen Sie die Blüten von vorgestern und dies hier sind die Blüten von gestern Abend. Hier stehen wir vor der grau behaarten Zistrose. Es gibt viele Zistrosenarten im Mittelmeergebiet entlang der Mittelmeerküste. Diese Art hat besondere Eigenschaften. Sie wirkt als Kraut antiviral und das ist vielleicht eine schlechte Nachricht für Rotweintrinker. Sie hat noch mehr von den gesunden Stoffen des Rotweins, enthält sie noch mehr von den sogenannten Polyphenolen, die unsere Gefäße schützen. Die Zistrose wird als Tinktur, als Lutschtablette oder als Tee zu sich genommen. Sie kann man nehmen während der Grippezeit, auch gegen akute Halsentzündungen. Die Zistrose hat eine sehr lange Geschichte. Schon in der Bibel wurde sie erwähnt. Die Zistrose war ein Geschenk der ägyptischen Pharaonin an die Brüder von Josef. Auch Alexander der Große hatte die Zistrose immer auf seinen Reisen dabei. Ich denke, dass aufgrund der antiviralen Wirkung die Zistrose noch eine große Zukunft in unserer Pflanzenmedizin hat. Vor uns ist der gemeine Andorn, ein Lippenblütler. Diese Pflanze ist äußerst wirksam gegen Husten aufgrund von seiner Bitterstoffe. Die Bitterkeit dieser Pflanze ist sehr hoch.
Wir empfinden den Geschmack als Tee oder als Tinktur im Allgemeinen eher unangenehm. Aber aufgrund von diesen Bitterstoffen kommt der Husten zum Lösen und es hilft vielen Menschen, die einen tiefsitzenden, festen Husten haben bei der Bewältigung dieses Problems. Warum heißt der Andorn Andorn? Wenn man die Blütenkrone des Andorns betrachtet, sieht man richtige Dornen, wie Dornen, wie Stacheln, und daher kommt der Name Andorn. Wie bei der Zistrose hoffe ich auch, dass diese Pflanze in Zukunft wieder mehr an Bedeutung gewinnt, weil meiner Erfahrung nach ist es für die tiefen, hartnäckigen Husten, Bronchitis, auch nach Lungenentzündung ein gutes Therapeutikum, um den Menschen zu helfen. Das war unser Spaziergang im Apothekergarten. Weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage oder in unserer Apotheke.